Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Grounded, einem kleinen Guide in dem PTS 05. Wir sind wieder bei unserem T-Rex. Hier kommt man über das Seil entlang aus dem Pond runter, also über den Schlauch entlang. Und ich zeige euch, wie man die Muscle Sprouts bekommt. Dazu müsst ihr das Underwater Lab angelockt haben. Das haben wahrscheinlich die meisten schon, geht's wie mir. Es gibt einen Bug derzeit. Ich hoffe, der wird behoben. Diese Teile hier sollten leuchten, die Schalter. Die waren, glaube ich, zum Entsperren. Man muss den Schalter oben unbedingt zeigergeschwind und drei von den Dinger da einschalten. Dann ist, glaube ich, das Labor gepowert und hier brennen überall die Lichter. Das habe ich in einem anderen Part gemacht. Müsst ihr auf dem Kanal schauen. Da ist alles erklärt. Würde mich freuen. Ein Like sowieso immer. Und dann könnt ihr hier oben rein. Leider ist die Anzeige hier, wie gesagt, jetzt falsch. Das funktioniert jetzt nicht. Hier rein kann man das in dem Update, wenn man es noch nicht gemacht hat, einschalten. Das schaut ungefähr so aus. Habe ich Platz im Inventar? Nicht viel. Schaut in etwa so aus. Hier gibt es viel nützliches Zeug. Ihr müsst hier raus und den Schalter da umlegen. Den da. Von rechts auf links. Das Problem an der Sache, er lässt sich nicht schalten, weil er schon geschalten war. Und somit leuchten die nicht so, wie sie sollten. Die zeigt an, dass abgeschaltet sind, die müsste man einschalten, dann geht das Power, der Strom an in dem ganzen Teil hier. Leider kann ich das jetzt nicht machen, weil es mich hasst oder der Entwickler, je nachdem. Es haben sicher mehr das Problem, wie ich hoffe, das wird behoben. In den Comments bei anderen Videos sieht man es auch, dass man kann die nicht mehr einschalten, wenn sie schon geschalten sind, klarerweise, und das Spiel checkt das nicht. Schauen wir mal, ob sie das beheben. Egal, hier geht es um was anderes. Also, wenn ihr hier herinnen seid und das habt, dann müsst ihr den Raum suchen, wo es nach oben geht. Da steht so ein Castle im Weg, ja, hier. Das ist da. Dann marschiert ihr nach oben. Das sind Fußabdrücke. In den großen Raum hier rein. Und in dem Raum hier, Trommelwirbel, ich habe es zuerst gar nicht gesehen, kann man natürlich hier rauf rumdrücken auf dem Castle, in Automode einschalten. Und hier sind so Anpflanzsachen. Und da wachsen diese Muscle Sprouts. Sie wachsen da rundum, eigentlich habe ich jetzt gesehen, das sind schon urviele. Ich habe jetzt keinen Plan genau, was ich mit die mache, aber ich schätze mal, die brauche ich für irgendein Rezept. Man kann sie essen, glaube ich. Ja, man kann sie essen. Restores Hunger. Und kann da auch irgendwie Schmerzen verursachen. Ja, man kann sie essen, dürfte irgendwie eine Art von Buff hergeben auch. Das muss ich mal, das teste ich noch aus. Auf jeden Fall, hier bekommt sie die. Oh, schau, Waterboatman. Hier bekommt sie die. Die werden, ich weiß es nicht sicher, aber so wie es ausschaut auf diese Wachsdinger, am Anfang habe ich die nicht gesehen, respawnen die. Da, mit denen wird man noch irgendwas machen können. Man kann sie für einen Smoothie verwenden, soweit ich gesehen habe. Ich weiß aber noch nicht welchen. Ich werde das rumprobieren und melde mich in einem neuen, kurzen oder längeren Video wieder, wenn ich mehr weiß. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment. Ich würde mich total freuen. Dann gibt es mehr von den Videos. Bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao.